Der weiße Stuhl, wenn wir uns mit dem zurücklehnen, dann ist es ungefähr so. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich bin nicht alleine hier, Adi ist auch am Start. Guckt euch das an. Da liegt er da, die kleine Wurst, ne? Wurst. Und der Adi liegt hier auf dem neuen Stuhl. Und da steht auch schon der neue Kratzbaum. Aber warum neu, Adi? Weißt du noch, was passiert ist? Erzähl mal den Leuten die Geschichte, ne? Wir können es euch kurz mal zeigen. Vor allem zeigen wir euch mal kurz den Stuhl. Das ist der Stuhl, ja? Normalerweise steht er gerade da. Der steht jetzt ein bisschen schräg. Der hat Rückenlage. Hier unten, das ist irgendwie alles verbogen. Der, wenn er sich dreht, der hängt einfach nur noch auf 7:30. So wäre er eigentlich gerade, aber irgendwie macht er halt irgendwas. Ist auf jeden Fall unbequem, da drauf zu sitzen. Der Kratzbaum, der normale, der hier die ganze Zeit stand, der liegt jetzt hier drin in Einzelteilen. Der ist auch komplett kaputt, komplett durchgebrochen. Denn wer Chill mit Ramses regelmäßig verfolgt, wird es gesehen haben, wie es passiert ist. Isbo und Hannes waren da. Wir haben ein bisschen was getrunken und dann hat es einen riesen Schlag getan, erstmal auf dem Stuhl und dann beim Kratzbaum. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen, ich kann euch das nochmal kurz hier einblenden. Herzlich willkommen zu einem neuen... Wenn Ramses das liest, mache ich einen Rückwärtssaldo. Wie gern ich jetzt in der Runde mit dabei wäre, Bier trinken. Guck mal! Ich will nur ganz kurz was sagen. Guck mal, da ist Naturin! Naturin finde ich cool, das wollte ich schon gerade sagen. Aber wir sind gerade am Bier trinken. Hey, Fladdy und Naturin! Wir raffen gerade nichts mehr. Und der Typ ist total besoffen. Ja! Und er kommt gar nicht mehr. Ich grüße Naturin. Naturin, du bist cool. Ja. Wenn du das siehst, dann bin ich tief. Der Typ hat kein T-Shirt an. Okay, okay. Alter, was ist los mit denen? Jetzt haben die meinen Stuhl kaputt gemacht. Und die sind zusammen durch den Katzenbaum geflogen. Guckt euch das an. Der arme Adi. Das war hier einfach nur Back-Suplex durch den Katzenbaum. Der Manns freut sich noch. Die liegen da unten, alles ist kaputt. Der Stuhl hat Rückenlage. Ich habe keine Ahnung, was jetzt damit los ist. Oh, was ist hier, Mann? Das ist Scheiß. Ich komme nicht mehr klar hier. Da ist einmal der Hannes und der Isbo gleichzeitig da. Ach, jetzt der Problem. Der Braun Strowman ist auch noch drauf gefallen. Guckt euch das an. Das ist der Braun Strowman. Das ist Rey Mysterio. Alle fliegen da rum. Also das ist, das könnt ihr komplett vergessen mittlerweile. Das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn. Ich kann nicht mehr. Die Leute denken jetzt natürlich, was sind das denn für Assis? Was ist denn bei denen los? Wie geht's denn bei denen zu? Die arme Katze, sonst was, keine Ahnung. Adi war zu keiner Zeit in Gefahr. Der Adi hat sowieso immer, wenn Isbo und Hannes hier sind, geht er schon von Haus aus ins Nebenzimmer, legt sich da immer vors Bett ins Schlafzimmer, macht sich da gemütlich. Dem ist das hier dann immer ein bisschen zu laut und zu stressig. Der denkt dann auch, oh mein Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Und es war das allererste Mal, dass Isbo und Hannes hier waren, ja. Isbo ist einmal im Jahr hier gewesen, Hannes war einmal hier in seinem ganzen Leben. Dann habe ich gesagt zu Isbo, komm, wir gehen mal zu Hannes, wir besuchen mal Hannes, die lernen sich da kennen. Es hat uns so gut gefallen beim Hannes in München, dass wir gedacht haben, dieses Jahr, weil Corona nicht mehr so krass reingecatcht hat, wir feiern Geburtstag, mein Geburtstag am 16. Juli, Isbo sein Geburtstag am 22. Juli. Wir legen das irgendwie zusammen. Sie kommen her, die ganzen 10 Tage, wir feiern Geburtstag. Das war an einem Tag, da waren wir unterwegs natürlich, komplett auseinander alles. Also das war auf jeden Fall heftig, das sah brutal aus. Die Leute haben gedacht, was geht da bei denen ab? Aber das sind Momente einfach, die hast du im Leben, das sind so Sachen, an die erinnerst du dich zurück, das passiert mal. Ich meine, ich habe Isbo jetzt 2 Jahre nicht gesehen,
Normalerweise verbringen wir im Sommer immer mal ein oder zwei Wochen miteinander, wo wir dann immer Musikvideos drehen, wo wir Pokémon zocken, wo wir sonst was ist. Wo ist der Grund, wieso ich überhaupt zu Pokémon Go gekommen bin? Wir zocken das dann immer zusammen. Wir drehen Musikvideos zusammen auf die dicken drei. Das Musikvideo kam jetzt auch erst raus. Also wir haben da immer eine gute Zeit. Und gerade in so einer geselligen, gemütlichen Runde trinkt man auch mal das ein oder andere Bierchen. Zusätzlich habe ich eben auch Geburtstag gehabt. Zusätzlicher dann ist man auch Geburtstag gehabt. Das war also eine sehr wilde Woche. Und Hannes war auch dabei. Der hat auch mitgefeiert. Der zockt auch Pokémon. Der ist auch Wrestling begeistert. Der hat bei den Musikvideos mitgeholfen. Alles drum und dran. Das war also nicht, dass das täglich so bei uns abgeht und das immer so ist. Wer mich verfolgt, der sieht ja eigentlich, dass ich die ganze Woche über nichts mache. Und am Montag bei Chill mit Ramses im Livestream mir dann mal ein Bier aufmache. Ein Bier von den Zuschauern, was mir geschickt wird im Fanpaket. Und deswegen ist das meiner Meinung nach auch nichts Verwerfliches. Manche so, boah, der ist ja voll der Alkoholiker, der Typ oder irgendwas. Aber ich trinke eigentlich nie was großartig. Aber wenn dann mal so eine gesellige Runde zusammenkommt, dann trinkt man auch mal was gemütlich mit den Leuten, dann sind die Leute wieder weg, dann trinkt man wieder nichts mehr. Es ist nicht so, dass ich das jeden Tag so mache, dass ich das brauche. Ich brauche das nicht. Ich mache das am Montag, Bierchen, gemütlich mit der Community in der Runde. Ansonsten eigentlich nichts. Ich sehe nicht den Grund, warum ich jetzt alleine irgendwie was trinken soll. Aber wenn die anderen da sind, wenn die Dicken da sind, wenn die Gruppe am Start ist, dann eskaliert es halt manchmal, weil dann haben alle so gute Laune und gehen richtig ab. Es wurde sich jetzt um alles gekümmert, wie ihr seht. Der Kratzbaum, der neue, ist schon da. Der neue Kratzbaum ist schon aufgestellt. Also Iswo und Hannes haben sich da reingeteilt, haben den bezahlt. Iswo war dann schon abgereist. Er stand die ganze Zeit im Flur im Karton. Hannes hat ihn mit mir dann aufgebaut. Es ist genau derselbe Kratzbaum wie der alte. Alles ist also hier ersetzt. Und jetzt, heute, kam hier ein neuer Bürostuhl. Leider habe ich so einen nicht mehr gefunden. Aber theoretisch funktioniert die Sitzfläche ja noch. Nur unten bei dem Gestell, die Säule ist verbogen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur irgendeinen Bürostuhl, der eine stabile Säule hat. So könnte ich das Sitzgestell aufbauen. Und die Sitzfläche dort, diesen weißen Ledersitz, einfach da drauf packen. Und hätte genau wieder meinen Originalstuhl. Ist jetzt ein anderer. Wir werden... Adi will Pringles essen. Ist jetzt ein anderer, wir werden den mal fix aufbauen. Wir werden mal gucken, wie der aussieht und ob der bequem ist. Wenn der bequem ist, stelle ich den dahin. Wenn er nicht bequem ist, tausche ich die Sitzfläche aus. Aber Iswo und Hannes haben sich auch hier reingeteilt, haben mir das ersetzt, ist also kein Ding. Kann natürlich immer mal passieren, wenn es so wild zugeht, aber die haben mich da nicht drauf sitzen lassen. Sie haben sich tausendmal entschuldigt, das hat ihnen übelst leid getan. Wir haben geguckt, wie wir das machen. Also im Endeffekt ist nichts passiert, ja. Wir hatten einfach eine gute Zeit, wir hatten mega viel Spaß, es sind so viele coole Videos entstanden. Klar, das ein oder andere Mal war man nicht mehr Herr seiner Sinne sozusagen, aber man lebt nur einmal, habt Spaß, genießt die Zeit mit euren Leuten, solange ihr das noch könnt, solange die noch da sind. Ihr wisst nie, wann es vorbei ist. Adi geht's auch gut, wie ihr seht. Adi ist auf jeden Fall am Start. Den bauen wir jetzt mal kurz auf, schauen uns an, wie der aussieht und dann, ja. So, und jetzt nochmal schön zum Vergleich. Das ist der alte Stuhl und das ist der neue Stuhl. Hey! Ja, das sieht halt jetzt nicht so freundlich aus, ne? So, ich habe mir jetzt nochmal den neuen Stuhl geschnappt. Ich habe gesehen, dass das unten, das Ding ist ja fest drin jetzt. Du dockst das einmal an, dann geht das gar nicht mehr raus. Du müsstest also wirklich die ganze Sitzfläche abschrauben. Wir wollen jetzt mal den Sitztest machen. Ich sitze jetzt hier auf dem neuen Stuhl. Den ziehen wir mal hier raus und dann können wir uns bequem nach hinten lehnen. Ungefähr so. Und ihr seht, dass das alles kein Thema ist. Ihr könnt schön euch zurücklehnen, ja? Das ist normal. Zack, das ist nach hinten gelehnt. Das ist normal. Das ist nach hinten gelehnt. Feine Sache. Jetzt wollen wir mal die Sitzprobe auf dem anderen machen. Ihr seht, das ist der weiße Stuhl. Und wenn wir uns mit dem zurücklehnen, dann ist es ungefähr so. Also der hält irgendwie nichts mehr. Oh. Das heißt, ich glaube, das ist auch so ausgenudelt jetzt. Aha, da haben wir den Übeltäter.
Das sieht schon richtig abgegriffen aus. Das hier ist ausgenuggelt, abgegriffen. Ich glaube, du musst wirklich die komplette Sitzfläche abschrauben und den Sitz dort drauf machen, weil du hast dann auf jeden Fall eine größere Sitzfläche. Der Sitz hier ist ja noch okay. Der Sitz ist schön weich, da ist alles weich, da ist alles weich. Und das ist halt hier, das ist halt alles, ne? Aber da ist noch Arbeit drin. Das heißt, ich muss das jetzt nochmal ummodeln und dann gucken mal, wie es dann aussieht. Und nun haben wir es geschafft. Das ist jetzt hier das alte Drehkreuz von dem weißen Stuhl. Das ist der Stuhl von dem neuen Stuhl. Ihr seht, der ist jetzt hier auf dem Boden. Da kann sich einer dahin chillen, wenn Besuch kommt. Und jetzt habe ich den alten Sessel auf das neue Drehkreuz, sogar mit 5 neuen Rollen dran. Da könnt ihr euch jetzt draufsetzen. Da könnt ihr das hier nach hinten machen. Und ihr könnt euch endlich wieder drehen und gemütlich hier rumhängen. Das ist doch genial, oder? So ein Drehkreuz haben wir eigentlich gesucht mit dieser Hydrauliksäule, sonst was. Hätte man eigentlich für 15 Euro bei eBay ersteigern können. Aber der Typ, der hat einfach das Angebot beendet und hat mir geschrieben, ach nö, ist kaputt, habe ich gerade gesehen. Und so musste man einen ganzen Stuhl kaufen. Aber da gab es ja auch zwischen 100 und 900 Euro. Gab für 1000 Euro auch welche. Jetzt haben wir extra einen für 70 Euro genommen, weil das noch relativ der günstigste war, den man gesehen hat. Das heißt, das ist jetzt übrig. Was damit ist, keine Ahnung. Falls der Sessel hier mal ganz aus den Nähten platzt, habe ich immer noch einen Ersatzsitz. Und ich hoffe so schnell, dass jetzt keiner mehr kommt und hier einen Body Splash auf mich drauf macht, während ich auf dem Stuhl sitze. Ansonsten gerne aber nicht, während ich auf dem Stuhl sitze. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ja, mir wird schlecht.